Guten Tag, Freunde des Tycoon-Spiels, Teil da. Game Developer, Game Dev Tycoon. Im letzten Part haben wir erstmal angefangen, haben uns unsere Firma Krisengipfel ein kleines bisschen höher gemacht und haben bisher, ich glaube, 4 Spiele schon rausgebracht. Und eins davon ist Larurecraft Spirit Kill, das war ein Mega-Flop ist. Mit 8000 verkauften Einheiten. Ah, schrecklich. Weil, guckt, Spielhistory. Einmal hier 4 Punkte Larurecraft Spirit Kill. Dann Twin Zone 7 Punkte. Potional wieder 4,5 Punkte. Und Kratosphäre 7 Punkte. Wow. Auftrag finden. Ja, okay, mal was schnell machen. Wenn er es schafft, dürfte er eigentlich mich denken. Veröffentlichte Spielkonsole TS von Nintendo ist Riesenerfolg. Ja, ich mach auch gleich. Hör bitte auf, ich mach auch gleich ein neues Spiel dafür. So. Geld reingeholt, 13.000. Auftragsarbeit. Ja. Jetzt ein neues Spiel entwickeln. Nennen wir das Killzone Drama. Okay. Sagen wir Rennspiel. Na, Rennsport ist nicht so cool. Ja, sagen wir Rennspiel, wenn es sein muss. Nicht Rennspiel, sondern Spionenspiel. Rollenspiel, Abenteuer, sagen wir Action. Warte, was stand da? Ja, okay, sagen wir Action, Killzone, Drama. Gut. Ja, bei textbasiertes Adventure ist langweilig. Gut, dann machen wir es. Es ist ein Actionspiel. Quests, Engine muss hoch. Gameplay, also Engine ein bisschen. Und Quests ist auch wichtig. Warum kratzt er sich am Kopf? Warum braucht er dafür so lange? Und warum geht es so leicht, ein Spiel zu entwickeln und so schnell? So. Dialoge, sagen wir, ein ganz kleines bisschen. Level Design muss ganz nach oben. Künstliche Intelligenz ist auch wichtig. Sagen wir so. Was andere ist einfach mal so unnötig. Es gibt schon 2 Bugs. So, Grafik muss hoch. Spielwelt Design muss auch, muss, sagen wir so. Sounds kann so bleiben. Sagen wir so. Ja. So ist doch gut. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, wie die Spiele überhaupt aussehen sollen. Bitte behebe die Bugs. Fertig. Killzone Drama. So, bitte. Forschung. Monosound, bitte. Spielbewertung, bitte, bitte. Warum jetzt schon wieder so scheiße? Das ist doch was Gutes. Okay, die einen sind wohl nur angepisst. Ja, Stargames, Rest ist gut. Was ist das so für ein Durchschnitt? 6 Punkte ist doch gut. Für das Killzone-Drama. Ja, ist doch perfekt eigentlich, wie ich denke. Das Killzone-Drama läuft. So. Breaking News. Aktuelle
aktuell Studien hin, dass sich aufgrund des ja, okay, ich weiß. Oh, neue Forschung. Nur als für die Zielgruppe. Okay. Ich weiß, dass ich meine Engine verändern soll, aber erstmal muss ich noch Spieltutorials. Finde ich wichtig. Weil da kann man, ich kann doch den anderen Leuten zeigen, was die machen sollen. Kisondra verkauft sich. Okay. Nachdem. Ja, gehen Gerüchte um, dass auch Wen. Dass auch Wene. Ach, Sega. Ein andere japanische Unter. Ja, okay. Okay, Tutorials. Mehr kann ich jetzt nicht machen, richtig? Ja. Dann verändern wir mal die Engine. Weil das dürfte jetzt sagen, nehmen wir sie. Kontrovers. Bitte bring mir Geld ein, noch ganz, ganz, bitte noch ein bisschen Geld. Und noch ein kleines bisschen, Dankeschön. Spielenden erstellen. So, dann nennen wir sie. Ich hoffe, ich werde nicht pleite dadurch. So, kann ich bitte. Kontrovers. Okay. Dann steckt mal Energie schön da rein, denn ich möchte, dass wir eine gute Engine herstellen, die auch gut funktionieren wird. Killzone Draw wurde vom Markt genommen. Es wurde 21.000 Einheiten verkauft und 146.000 Umsatz erzielt. Das kann man sich ansehen. Und der kratzt sich da. Über die neue Konsole bestellt. Okay. Das Master V. Warnung, dein Konto ist rot. Im roten Bereich, das weiß ich doch schon. Deswegen soll ich schnell mit der Engine programmieren. Ich möchte nämlich nicht verlieren. Denn man kann auch Game Over geben, indem man einfach pleite geht. Also indem man 50 Minus hat. So, haben wir das jetzt gemacht. So. Gut. Alles gut. Auftrag finden. Ich muss an der. Okay, einfach mach schnell. Bitte. Das musst du jetzt hinbekommen. Ich darf jetzt nicht pleite gehen. Bitte. Dankeschön. Okay, jetzt habe ich noch nächster Auftrag. Sagen wir 16. Das schaffst du. Wenn er das nicht schafft, haben wir ein Problem, aber ich glaube, das schafft's. Jo, es ist alles easy. Ich muss erstmal noch ein bisschen Umsatz machen. Ja, wenn der das andere geschafft hat, dann wird er das auch noch schaffen. Okay, ist perfekt, nur ich. Ich muss nur kurz wieder ins Plus kommen. Gut. Jetzt haben. Das nennen wir es. Kartund. Thema wählen. Piraten. Abenteuer. Wie teuer ist das Teil? 80.000. Ich muss noch mehr Jobs annehmen, bitte. Okay, da muss ich einfach so schnell wie möglich ein billiges Spiel rausziehen. Kastas. Thema wählen. Rennsport. Das kostet aber schon 40.000, sagen wir, der auch 30.000. Ich hab nicht viel.
Abenteuer PC weiter. Es muss sein. Ach du Scheiße. Ich würde das gerne hinzufügen, aber es geht nicht. Story ist runter für ein Rennspiel. Ich mache jetzt alles auf ein Rennspiel Text Adventure. Das passt. Ja, ich muss nur ein Spiel machen. Das ist gut, etwas, wo ich Geld verdiene. Künstliche Intelligenz. Warte kurz. Gut, jetzt habe ich das Spiel fertiggestellt. Und ich habe 14.000 Minus. Ist mir egal, ich muss einfach nur Geld. Einfach nur Geld bekommen, bitte. Kann bitte. Danke. Ist am Arsch, ist mir klar. Ja, okay, ich möchte einfach nur Geld damit verdienen. Ich bin fast immer Grund. Ja, schön enttäuschend, wer hat sich darauf Hoffnung gemacht? Bitte, Spiel, verkauf dich. Ich weiß, du wirst dich voll schlecht verkaufen, nur bring mir Geld ein. Ja, ich bin wieder über. Es musste sein. Ich hätte sonst auch viel besseres Spiel rausbringen können, nur hatte so wenig Geld. Jetzt bitte, bleib auch lange dran. Ja? Schon was Gutes, bisschen neue Forschung. Noch ein kleines bisschen höher. Ja, ist okay. Einfach nur schnell. Bitte, bitte, bitte. Noch ein bisschen mehr Geld. Auftrag finden. Ich muss einfach nur die Jobs erledigen. Weil ich darf nicht pleite gehen. Ich bin ja noch in den zweiten Part des Let's Plays. Das darf doch nicht sein. So, ja, Auftrag beendet. Ich muss noch einen Auftrag machen. Ah, das könnte schwer werden. Nein, und er kratzt sich. Nein! Nicht sein Ernst. Ist mir egal, bitte. Nicht sein Ernst. Der kratzt sich einfach und dadurch verliere ich den Job. Bitte, bitte, bitte. Lass es noch schaffen. Schnell genug schaffen. Oh mein Gott. Das war knapp. Auftrag finden. Ja, es geht leicht. Mach bitte dann schnell. Boah, er macht es ganz, ganz schön knapp. Noch irgendeinen Auftrag? Bitte Auftrag. Verdammt, es gibt keine Aufträge mehr. Denn das Spiel entwickeln, sagen wir, Smartcore. Thema wählen. Leben mal. Simulator. Plattform TES. Sind schon mal. Das kennen wir ja schon. So. Ja, ich kann kein teures Spiel entwickeln. So. Puh. Ja, die lineare Erzählung brauche ich nicht. Engine, Gameplay, Story. Ja, Story muss hoch. Spieltutorial. Ja. Gameplay. Ja, machen wir es einfach so. Simulator brauchen zwar nicht viel Gameplay, aber. Ja, ist alles okay. Ich muss einfach nur das Spiel entwickeln und hoch. Oh, schneller. Dialoge, künstliche Intelligenz. Ja, ist alles gut. Ach du Kacke. Spielwertgrafik, sagen wir so. Sound ein bisschen höher. Spielwertdesign. So, jetzt mach schnell. Ach du Kacke. Bitte. Lass jetzt einfach hoch jetzt noch die Bugs beheben, Bugs beheben, Bugs beheben. Jetzt möchte ich das Spiel mit Bugs hochladen.
Gut, ist einfach los. Mach schnell. Ja, ist alles okay. Du musst einfach nur das Spiel hochladen. Jetzt veröffentliche es und lass die Leute staunen. Okay, das ist doch wunderschön, schön. Ist doch wundervoll. Darf ich bitte nicht pleite gehen? Jetzt los, verkauft. Okay, das ist knapp. Das ist mega knapp. Guck, das ist doch neue Forschung. Ja, Marketing ist alles okay, solange ich noch Geld verdiene jetzt. Puh, das ist doch super. Alter. Das klappt doch. Mal so ein Spiel wieder hochzubringen. Wie teuer ist die neue Konsole? Plattform wählen. Wie teuer ist das Teil? Und du bist 50.000. Ist alles egal. So, jetzt geht's zu Geld bitte noch. So, ich würde sagen, wir sind jetzt beim nächsten Mal wieder von Tycoon. Ja, der Game Dev Tycoon. Bis gleich.